Moin Moin Leute, da bin ich wieder. So, ich wollte noch mal die Normen vollständig machen. Und wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ich habe jetzt schon mal geguckt, dann fehlt uns nur noch ein einziger Normen. Und den finden wir beim ersten Schrein, beim Feuerschrein. Und zwar in der Nähe des großen Schreinsaals, beziehungsweise genau dort, wo es den Boss gab. Das heißt, den suchen wir jetzt mal. Und werden mal schauen, was uns erwartet. Zumindest, wenn ich jetzt nicht vertan habe, haben wir alle gefunden. Okay. Wir haben doch aber alle. Oder habe ich mich jetzt vertan? Jetzt müssen wir noch mal gucken. Normen einstellen. Sind immer 5. Sind immer 5. Eins, zwei, drei. So. Ah, ich muss noch übernachten gehen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal kurz hier raus. Das ist der Trick. Da war noch was. Ich muss erstmal übernachten. Das heißt, wir gehen jetzt hier lang. Aber wir gehen direkt hier lang. Zack. Nehmen hier noch die Kiste mit. Wieder ein Trick gefunden, um die Folge länger zu machen. Ha. Ich bin so gut. Und zack. So, wo müssen wir jetzt? Ja, jetzt bin ich doch nicht. Naja, egal. Jetzt sind wir in die richtige Richtung unterwegs. Ja, du Meerhamster. Wir gehen mal hier hoch. Weil ich sage, ich habe nicht keine Ahnung, wie der Weg hier geht. Stupid is as stupid does, they say. Hey, hey. Let's keep it up! This isn't all right! This isn't all right! Sweet dreams! Look out, I won't lose! I won't lose! Gotcha! It won't end here! Double demon! It won't end here! I still got stamina to stand. So, dann hier lang. Dann hier lang. Da mal einen Monolith endeten. Und dann hier lang. Dann sollte auch der richtige Weg sein. Ging noch schneller als gedacht. Und die Pause, muss ich sagen, die können wir echt gut gebrauchen. Ist hier fühlt sich nicht auf, das ist gemein. Da haben wir komisches Zeug. So. Da ist Kräuter und da ist auch noch eine Kiste, die sich nicht füllt. In der letzten Folge hatten wir den schönen Gott, der dir erzählt, dann beendet. Also was heißt beendet? Wir haben ihn geschafft, wie ihr seht. Auf der anderen Seite, er ist immer noch da, stand ja auch da und man kann ihn halt immer mal wieder machen. Hey, Seraphim grant blessings and good fortune, right? What kind of good fortune would you guys bring? Hmm,
Mine would probably be something like academic achievement. Let me guess. Lilo would be family safety and security? Quite possibly. Mine would probably be lucky in love. By which I mean a pretty lady'd fall in love, and I'd get lucky. I suppose I'd be perfect health. You? Really? That'd be odd. Not really. I've been hit by lightning on multiple occasions. Tumbled off the peak of Rayfalk, gotten caught in an enormous landslide. Stubbed my pinky toe on the edge of the dresser, gotten a tiny fishbone stuck in my throat. And yet, here I am, safe and sound. Holy crap! Well, okay, some of that was just regular crap, but still, whoa! You really are lucky, Edna. To a bizarre extent, even. But it's how I survived being near my brother, even after he had turned into a dragon. Though I'm not sure it was entirely blind luck. So Round 2, jetzt sollte er da sein. Aber das Mädel hat einiges durchgemacht, abgesehen von dem Tod ihres Bruders, den wir ja nicht, leider nicht anders, was wir ja wohl nichts anderes machen konnten, dass wir ihn ja leider nicht heilen konnten. Aber die hat auch so einiges durchgemacht, das ist der schön stark. Also, stark im übertragenen Sinne, es ist schön krass. Well, guess I overdo. So, sehr schön. Platt gemacht. Da ist die Treppe. Und da wollen wir lang. Nein, ich will jetzt mit keinem Armadillo spielen. Wenn du ja durchaus nett bist, aber nein, ich will jetzt mit keinem Armadillo spielen. Bergab. So. Also, jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Was muss ich denn dann in dem Inn übernachten? So, jetzt gucken wir nochmal. Also. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Also, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt rede ich nicht nochmal mit euch da durch. Jetzt gehen wir nochmal übernachten halt. Ich lauf. Dazu bin ich zu geizig. Tut mir leid. Aber ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es gerade nicht. Wir haben alle.
wir haben alle. Also. Deswegen, also. Puh, ich verstehe es gerade nicht. Wir haben doch alle gekriegt. Höfchen, lass mich in Ruhechen. Also das ist jetzt quite strange. Und noch speziell ausrüsten oder wie oder was? Ansonsten mache ich gleich eine kurze Pause und guck das nochmal nach. Ach, jetzt bin ich total verlaufen. Nee, du Schwein, den Kopf kriegst mich nicht. Jetzt bin ich total verlaufen. Sorry. Kleiner Umweg. Ich werde jetzt noch einmal übernachten und dann werde ich noch einmal hingehen. Und dann hoffe ich, dass wir alle haben. Wir haben jetzt alle bis auf einen. Das ist gut. Ich muss in einem Imm übernachten. Attention everyone. What's up? I found this. A letter? This will be a short missive. The time for alliance grows nigh. I would judge your true strength. I shall await you in the far depths of Igrain, the shrine of the fire trial. I will not blame you if you turn and run, but know that I shall judge you to be cowards. What the huh? It's a summons. They want us to go to the fire trial shrine. Sounds like someone wants to pick a fight with us. Who? Seriously? I'm curious about the time for alliance bit. You are? A lady's intuition, is it? If that's what you want to call it. Well, all right then. Why don't we check it out? Jetzt sollte er da sein. Ich glaube, das sollte jetzt das richtige Gespräch gewesen sein. Aber Hauptsache, kommt erstmal vorweg noch ein anderes Gespräch. Ist immer schön, wenn man dann solche Lösungen hat. Ich werde trotzdem mal speichern. Ich will das Ganze nicht nochmal machen müssen. Und ich habe mir jetzt gerade eine Folge von Tales of Symphonia von der lieben Suchot angeguckt. Wie sie verzweifelt nach dem Schleicherpunkt sucht. Ich sollte ihr vielleicht mal verraten, dass man auf dem freien Feld immer speichern kann. Dass es da keine Probleme gibt, da auf dem freien Feld zu speichern. Das Einzige, was er brauchte, war ein Hotel wegen den TP, definitiv. Wie findet ihr eigentlich bisher das Let's Play von ihr? Ich find's echt cool. Hat mir auch da Spaß zuzuschauen. Ich sag mal so, ich hätte ja vielleicht auch Let's Played, aber ich kenne die Story halt schon komplett. Ich habe das schon mal komplett damals auf dem GameCube gespielt. Und ich finde es daher halt ein bisschen ungünstig, das nochmal zu Let's Playen gerade, dass wir halt... Das hier kenne ich halt noch nicht. Daher sind hier noch die ganzen Sachen wie zum Beispiel Norman. Alles komplett neu. Klar, Tatsache ist, ich würde auch jetzt nicht mehr alles auf Anhieb finden, würde auch nicht alles auf perfekt spielen oder so. Aber ich kenne es halt doch schon. Das ist nochmal was anderes halt, wisst ihr ja. Aber es ist trotzdem, es ist ein sehr schönes Spiel. Ich kann es euch nur ans Herz legen, guckt euch das auch an. Also ich finde es persönlich besser als Tales of Systeria. Das muss ich halt auch zugeben. Das muss ich zugeben. So. Mal gucken, was uns erwartet. Kriegen wir Verhaue? Oh. Schon mal alle vorne weg, oder wie? Oh, Shepherd and friends, what are you doing here? We got a letter. How about you, Attack? Stay with us. It went on and
on about the time has come. The time has come for the Alliance and liberation. What? The mascot was a Norman. Who are you? Very well. You ought to know who consigned you to the flames of hell. I am... Oh, look, everyone! It's Brother Phoenix! I ain't seen you in a dog's age. Ain't that the truth? How you doing? You still hyper? Of course he is. Yep, it's true that Phoenix might be the strongest of all us Norman. But if you took away his hyper, there'd be nothing left. I am the man among men, the strongest of all Norman, Phoenix! We kind of figured that out already. Ugh, blast. I practiced it so many times. So, Phoenix, you're the one who called us all here? Why, yes. Yes, I did. I disguised myself as a mascot and secretly assessed your abilities this whole time. I knew you were there. We did too, actually. It was pretty obvious. He was dangling right there. But it was good to keep quiet. He's so easily emasculated. For sure. He gets way too wrapped up in appearances. I was surprised. Is that really true? True enough. What a farce! I could never relinquish her to such a buffoon! Huh? Relinquish her? Show me your power, then we'll talk! What? Jetzt muss ich wirklich gegen ihn kämpfen, oh! Level 83, oh! Kein Gekotter, schlag ihn einfach zu Boden! Er ist so... aufgewirrt in Anbricht der Fertigkeit, die man mit ihm verbindet, nehme ich an. Sein Element ist Wind, aber was ist nur los mit dem kleinen Kerl? Widerstand, das heißt, Erde haben wir dabei. Hey, why do we need to fight? Who needs a reason? A man's man speaks with his fists. My fists are pretty capable too. Fine, I don't get it, but I'll do it. Oh, der kann ja mal mit dem Dings fest. Ist ja ein nicer Kampf. Tut mir leid, ich muss jetzt den Kampf mal gerade in die Länge ziehen, weil ich bin gerne schon mit einem mystischen Art platt machen. Alter, da lässt sie sich jetzt wirklich gerade von ihm verprügeln. Da lässt sie sich wirklich gerade von ihm verprügeln. Oh, what the fuck? So komm. Was? Rising Sands! Rock Winner!
What? I need a hand! Rising Sand! Ryo! Rock Winner! Der macht ordentlich Aua auf Dauer. Da hat er wirklich nochmal platt gemacht. Kitten ab mit dem. Siebenmal K.O., Alter, der macht wieder trotzdem siebenmal K.O., bitte Mann. This is indeed the Shepherd's power. I concede. You are worthy to care for Edna. For Edna? I figured as much. Oh, I get it. Edna's brother gave Phoenix to her as a memento. So then, Aizen asked him to use his Norman powers to protect Edna from all threats. Including Aizen himself. Hmm. Then I have nothing more to say. Man among men indeed. So, Phoenix, what are your plans from here on out? Is it not obvious? We resume our war for independence. In bringing us together, you fools have given us the chance of a lifetime. Starting this moment, the second great Norman rebellion begins. Rise, fellow Norman. Rise, my downtrodden brethren. The time of revolution is at hand. Brother Phoenix, you ought to know by now, we don't cotton to that kind of talk. It ain't like they're abusing us or nothing. We get to help out the Shepherd. We're valuable. Come on, Brother Phoenix, let's hang out with Miss Lila. She's a hoot. Oh, complacent sheep, dazzled by your bread and circuses. But I will not give up. I am the Phoenix, and my aspirations are undying! I vow to establish a hegemony of the Norman, by the Norman, for the Norman! Good luck with that. Well, for now, let's keep working with them while this little uprising plays itself out. Good idea. Mini-Norman erhalten.
So, das gucke ich kurz mal nach. Das ist hier Mode. Warum muss der eigentlich gerade hier oben auf dem Kopf stehen? Oh, Alter, ja. Pap, stehen sie alle. So. Also. Da hat er mich ordentlich... You knew, didn't you, Edna? That Phoenix the Mascot was a real Norman in disguise? Pretty much. Sometimes I'd pretend to look one way, and when I suddenly turned around, our eyes would meet. Just for a split second, and then he'd look away again. Yeah, that sounds super creepy. More like super irritating. It was like I had a stalker. Is that why you hung him upside down? You do understand that Phoenix was only being loyal to his sense of duty. Of course. Trust me. I know way worse methods of torture. You should know that Phoenix asked me to pass a message on you. Edna, you have grown up to be a fine woman. Spread your wings. Your possibilities are limitless. End quote. Dude, that's so patronizing. Or it would be if it made any sense at all. He's a very, passionate person. He's just slow sometimes to pick up on signs. I do feel I can soar higher than before. Now that my umbrella is lighter. Hey, there's a little phoenix on your umbrella, Edna. Don't worry, it's just a plushie this time. How did you get this? It's a little keepsake that Phoenix left me, along with this letter. What does it say? For days upon days, I have toiled to make this plushie for you. If you're ever lonely, think of this as me. And it shall absolve your loneliness. Although I may not be with you now, do not worry. I am the Phoenix. Whenever you need me, I am there in your heart. Phoenix is such a pain. Always talking and talking and getting up in my business. But you're using the gift anyways? Only because my umbrella feels off balance and weird without it. I have a delicate side, you know. Uh-huh. You sure do. Ach, Edna, Edna, Edna. Aber da hat der mich ordentlich verprügelt, der Typ. Alter, ich hätte es nicht gedacht, ey. Am Anfang, ja, immerhin 83, der haust mal kurz weg. Und dann steht er immer wieder auf. Ja gut, die Kraft des Phönix, sage ich dazu. Das ist eine Tatsache. So. Wir bewegen uns mal noch langsam in Richtung dem Inn. Und werden dann Feierabend machen, ne, für diese Folge. Aber ich muss mir noch überlegen, was ich eigentlich jetzt in der nächsten Folge machen. Weil unbedingt jetzt sagen, aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt doch ein bisschen viel zu tun hatte, konnte ich jetzt auch nicht so groß trainieren und so weiter, deswegen, ich habe jetzt das letzte Training war mit euch zusammen, also in den letzten Folgen. Ein bisschen was will ich noch trainieren. Und dann... Und daher muss ich mal noch gucken, wie ich das jetzt weitermache. Weitestgehend haben wir jetzt eigentlich alles. Es gibt noch die Möglichkeit, die verschiedenen Waffen, aber das ist halt auch, sag ich mal, Fleißarbeit. Wie das Leveln. Das heißt, ich muss eigentlich Geld verdienen, muss Sachen kaufen, muss dann Sachen verschmelzen und so weiter. Also das ist so der Weg am Ende des Tages, um die stärksten Waffen auch unter anderem zu kriegen. Ich habe jetzt schon auch einige der stärksten Waffen gefunden. Also in Anführungsstrichen der stärksten Waffen, die kann ich umschmieden lassen und so weiter. Die kann ich dann auch durchaus mitnehmen ins nächste Spiel, wenn ich spielen würde. Und vor allen Dingen... Das ist so der Punkt momentan, also so entdeckungstechnisch ist jetzt nicht mehr viel drin. Und wow, 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 Alter, das ist wie so ein Wackelkopf, ey. Kennt ihr diese Wackelkopffiguren, die manche im Auto haben?
Ist wirklich lustig. Und ja, was ich noch sagen muss, ich bin jetzt noch eine Woche da und dann geht's erstmal in den Urlaub. Dann werde ich leider nicht erstmal, kann ich euch jetzt schon sagen, da wird dann erstmal eine längere Zeit keine Folgen geben. Und deswegen, aber danach gibt's auf jeden Fall noch Folgen. Ich will noch die Hexeninsel ja noch beenden. Ich will auch den DLC euch danach zeigen, Alicia Story. Das heißt, auf die zwei Sachen könnt ihr euch auf jeden Fall noch gefasst machen. Die werden noch kommen. Und dann will ich auch schauen, dass ich endlich mal mit dem anderen Let's Play anfange. Und bei dem anderen Let's Play wünsche ich mir auch, wäre es sehr schön, wenn ihr mir halt dann auch aktiv mitarbeitet, weil in dem anderen Let's Play gibt es so Entscheidungen, die man treffen muss und die würde ich gerne zusammen mit euch treffen. Deswegen werde ich euch da mal ein bisschen Zeit geben, dass ihr mir da dass ihr da eure Entscheidungen mitteilen könnt und die am meisten gestimmt wurde, falls nur eine, ich hoffe es werden mehr Stimmen, die würde ich dann entsprechend wählen, weil das klingt so recht interessant. Das ist dann halt zum Beispiel, retten wir jetzt den oder gehen wir den Schatz suchen und so Sachen, und daraufhin entwickelt sich halt die Story auch ein bisschen anders. Das ist halt so der Punkt, deswegen würde ich mich da wirklich auf rege Teilnahme von euch freuen, wenn es euch denn gefällt. Wenn nicht, wäre schade, dann ich lasse euch da ein paar Tage Zeit, ansonsten will ich eine Antwort aus, was ich jetzt auch nicht unbedingt zu gern machen würde. Sondern wir gerne eure Antworten. Und dann würde ich mich jetzt hier über einen Daumen hoch. Und falls ihr Fragen, Kommentare habt, gerne schreibt mir das. Und für die Leute, die noch mehr sehen wollen von anderen Sachen und auch weiterhin verfolgen wollen, abonniert uns einfach. Und dann sage ich mal vielen Dank. Ich habe euch jetzt gefallen, die Folge. Und sage tschüss.